Unser Land wird von Verbrechern regiert. Alle zusammen. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Ich rappe drei Zeilen und dann kommt euer Einsatz. Hört genau zu. Auch wenn man uns attackiert oder zensiert, ich spreche frei raus und ich bin nicht geniert. Deutschland, wach auf, jetzt hast du nicht kapiert? Unser Land wird von Verbrechern regiert. Gern geben wir zu, dass Covid existiert. Doch wer hat die Maßnahmen hier legitimiert? Gerichte und Parlament sind infiltriert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Durch die Propaganda die Ängste geschürt. Und mit harter Hand eure Macht demonstriert. Ja, wer nicht gehorchen will, wird sanktioniert. Die Würde des Menschen nun heftig touchiert. Denn unsere Alten habt ihr inhaftiert. Egal, wenn man dann in der Einsamkeit stirbt. Der Spielplatz durch die Polizei kontrolliert. Die Kinder zu einer Gefahr deklariert. Sie sitzen zu Hause, sind traumatisiert. Die Läden geschlossen, man glaube, das wirkt. Und straffällig der, der nun draußen spaziert. Das Grundgesetz nur noch ein Haufen Papier. Und wehe dem, der all das kritisiert, aufsteht und nur für sein Recht demonstriert. Der wird jetzt vom Verfassungsschutz observiert. Die Zahlen gehen hoch und man ist alarmiert. Die Zahlen gehen runter, der Lockdown erwirkt. Obwohl genau das jeden Winter passiert. Und wenn man sich einfach mal vor Augen führt. Gesunde sind krank, denn sie sind infiziert. Ja, dieser scheiß Test ist nicht mal validiert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Oh, Überraschung, das Virus mutiert. Und was ist denn nun mit der Grippe passiert? Ich bin nicht verwundert, ich bin nicht schockiert. Statt dass man ins Gesundheitssystem investiert, wird unsere Wirtschaft komplett ruiniert. Und ratet mal, wer dafür aufkommen wird. Und wer geimpft ist, wird privilegiert. Die Langzeitfolgen noch nicht mal studiert. Das heißt, am Mensch wird experimentiert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Die Politik, die sich jetzt so profiliert, lässt glauben, dass man sich fürs Volk interessiert. In Wirklichkeit sind sie noch alle geschmiert. Ein Tatbestand wird heute neu definiert. Denn schwer kriminell ist, was gerade passiert. Deutschland, wach auf, jetzt hast du nicht kapiert? Vielen Dank, Kassel.